Das Einzige, was bei der 50-Jahr-Feier im Eisenhüttenstädter Tiergehege nicht ganz stimmte, war das Wetter. Viele Besucher ließen sich aber davon nicht abbringen, zum Eisenhüttenstädter Tiergehege zu kommen, um beim Jubiläum mit dabei zu sein. Fast 40 Tierarten sind hier seit Jahren untergebracht und werden von 3 Mitarbeitern rund um die Uhr versorgt. Für den Förderverein unter dem Vorsitz von Katrin Flügel ist die Aufgabe, das Tiergehege aufrechtzuerhalten, keine einfache. Sie übernahm den Vorsitz vor 12 Jahren, nicht gerade freiwillig, aber mit der Einsicht in die Notwendigkeit. Naja, ganz am Anfang bin ich einfach mal mit zu den ersten Versammlungen gewesen und dachte mir, na, ich kann durchaus der Stadt ein bisschen was geben, indem ich ein bisschen meine Zeit investiere. Und dann kam das so Schlag auf Schlag. Der erste Vorsitzende des Vorstandes warf das Amt hin, das war Herr Sommer. Urplötzlich musste ein neuer gefunden werden, das war Herr Kurz. Ja, und Herr Kurz starb mit rund 50 Jahren ganz, ganz plötzlich. Und dann, wie sollte es weitergehen? Und ja, wer macht's? Naja, es fand sich niemand, dann habe ich es gemacht. Und seitdem mache ich es eben und versuche mich hier durchzuschlagen. Das mit dem Durchschlagen machte sie in den vergangenen Jahren sehr gut. Denn immer wieder wurden Fragen laut, ob man das Tiergehege überhaupt noch erhalten kann. Letztendlich ist das Angebot in der Stadt doch durch das Tiergehege bereichert, würde ich sagen. Die Insel ist damit noch ein wenig bevölkert. Wir haben das Tiergehege hier. Die Minigolfanlage gibt es nicht mehr. Also es ist schon wichtig, dass die allgemeine Bevölkerung auch so ein Ziel hat wie dieses Tiergehege. Und wenn sich da in Zukunft vielleicht auch betreibertechnisch irgendwas noch verbessert, dann hat das auch Zukunft. Die Finanzierung der Mitarbeiter, den Unterhalt für das Betreiben der Anlage und nicht zuletzt für das Futter der Tiere ist eine ständige Herausforderung. Da helfen natürlich auch Spenden, wie die der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft. Mit dabei an diesem Jubiläumstag war auch der Landkreis auf seiner ersten Sommertour durch den LOS. Landrat Frank Steffen will so näher an die Menschen kommen, um den Landkreis anfassbarer zu machen, wie er sagte. Auch mit dabei so etwas wie eine Lernschule für die Natur, der Jagdverband der Region Eisenhüttenstadt. Mit der mobilen Schule bringen die Mitarbeiter den Kindern und den Erwachsenen die Natur näher. Die Vielfalt in unseren Wäldern ist groß und auch für Erwachsene wäre der Besuch eines Lernortes nicht das Schlechteste. Doch zurück zum Tiergehege Eisenhüttenstadt. Die Auswahl der Tiere, die hier ein neues Lebensumfeld finden, ist nicht einfach. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Artgerechte Haltung, Besonderheiten beim Futter und nicht zuletzt die Veränderung beim Klima. Polarfüchse könnten dann nicht mehr zur Auswahl stehen. Vorstand denken, dass durchaus ein bisschen noch was kommen kann, dass wir hier uns auch noch mal ein bisschen umgucken müssen, was für eine Tierart wir uns noch mal anschaffen. Das ist aber auch von den Bedingungen hier abhängig. Was kann in Deutschland mit dem Klima hier, was können wir hier halten, was ist artgerecht? Und wir haben zwar viele einheimische Tierarten, aber auch durchaus Fremde. Und die müssen aber hier haltbar sein. Also was die Temperaturen anbetrifft, wir haben keine beheizten Gehege, keine Terrarien oder sonst was. Die Tiere müssen robust sein und wir müssen sie erhalten können. Und ja, es muss artgerecht sein. Und da ist es nicht so einfach. Ob zu den derzeit 200 Tieren weitere dazukommen, ist also von einigen Bedingungen abhängig. Für die Kinder ist das Tiergehege etwas Besonderes, denn sie können ganz nah an die Tiere herankommen und auch streicheln. Auch für die Erwachsenen ist die Nähe zu den Tieren etwas Besonderes. Etwas enttäuscht ist Katrin Flügel von den Bürgern der Stadt. Im April rief der Förderverein zu einem Arbeitseinsatz, um das Gelände auf Vordermann zu bringen. Nochmal den Arbeitseinsatz, wo ich darauf verweise, wir hatten 2 Bürger aus der Stadt und haben das sehr groß breit aufgerufen zu diesem Arbeitseinsatz im April und es kam im Prinzip niemand. Wer hier ehrenamtlich Hand anlegen möchte, ist jederzeit willkommen. Genau wie diejenigen, die einfach nur das Tiergehege besuchen wollen.